Boah, diese gelben Kanten gefallen mir ja gar nicht, ey. Sieht alles so schön aus, ne? Dann sind da auf einmal so hässliche gelbe Kanten. Als ob da jemand längs geht und das erstmal alles schön bemalt. Damit die Leute danach wissen, wo sie klettern müssen. Ein Blödsinn, wirklich. Lass mal hören. Dieser Sephiroth. Was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Bei Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und die Szene ist auch drin. Die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also, mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Ganz schön gesprächig ist Cloud. Cloud. Immer im Training. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Hey. Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja? Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makroreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Und gab's kein Briefing für die, Mission? Wird Cloud einfach gesagt, steig da mal ein, fahr mal los oder was? Cloud, übernimm den da. Ich versuch's. Einen Schlag hat er gebraucht. Warte im Wagen. Nichts da. Geht schon. Gutes Schwert, oder? Sephiroth war eine Klasse für sich. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht?
Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Xander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte... Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Freigestellt? Öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen, deine Ausrüstung wechseln und Materie in Waffen und Accessoires einsetzen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellung unter System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Sehr cool. Im Gelände kannst du mit Kreis spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain, der Steuerungsart und Clouds Gemütslage ab. Okay. Fotomodus wechseln natürlich. So, was haben wir denn? Kann nicht geändert werden. Okay. Ich würde gerne meine Materie einmal sehen. Vita. Feuer. Eis. Jo. Bei dir auch. Alles verstärkt? Bin fast fertig. Seid ihr aus Midgar hergekommen? Warte! Lauf doch nicht weg! Wie war's denn? Bist du das, Cloud? Mensch, gut siehst du aus! Wohl nichts mehr. Oh. Hier sehe ich nach dem Rechten. Megatrank. Trotz langer Anfahrt kein bisschen müde. Das lohnt ich mir. Ich will ja auch gerne. Aber es reden wir nicht. Echt doof, jetzt geht schon endlich nach. Ja, Nibelheim hat mich immer so ein bisschen an München erinnert, irgendwie. Ich bitte euch.
in den Bergen und die Bauart der Häuser und so. Irgendwie. Oder nicht direkt München, sondern erstmal so Bayern. Ich würde ja auch gern mit ihm reden, aber es geht nun mal nicht. Jetzt geht schon endlich nach Hause. Ich bitte euch. Wir sprechen mit dem Bürgermeister, kannst du Sephiroth überlassen. Ja, ich dachte, ich muss dazustoßen. Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Moin, Dan Scorpion. Der Heat war ein bisschen doll. Jawoll. Moin. Komm, wir gehen erstmal in sein Haus rein. Sein altes Zuhause. Na, wie geht's, wie steht's? Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Mal wieder im Umzug, natürlich. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs? Seine Mutter heißt Claudia? Er Claud und sie Claudia? Hallo Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer. Was? Das reicht jetzt aber. Was war das denn? Okay, dann suchen wir mal das Ziel auf. Und dann gehen wir doch nochmal woanders rein. Die Herberge, aha. Einer von Shinras Soldaten. Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Hm? Was ist er denn? Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Mhm. Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja.
Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Wie bitte? Ist halt lang her. Bin sehr gespannt, wie ihr euch in den Bergen schlagen werdet. Okay, also die Herberge. Cloud, bist du das? Alles gut. Hätte ich fast nicht erkannt. Liebe Mitglieder des Forschungsgruppens. Ich dachte, ich soll dahin. Gibt es überhaupt ein richtiges Ziel oder ist es einfach nur... Ja, die Mitte von dem von der Stadt hier einfach nur, ne? Gut, dann schaue ich mir nochmal ein bisschen um. Fässer rumwerfen. Das ist schon die dritte Probe Wäsche heute. Dank der Marco-Leitung. Hier ist alles im Butter. Mensch, wir wissen, die Flaschen hier sind mit dem Schiff. Oh, mir wäre das vor diesen Prachtkerlen von Soldat ja peinlich. Recht. Ich hätte meinen Sohnemann auch mal dorthin schicken sollen. Wie war es auf dem Wasserturm? Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Aha. Jetzt soll ich sowieso in die Herberge. Na gut. Das kriege ich hin. Ich drücke mal X natürlich. Draußen was? Diese Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. Nacht. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Das ist doch schon lange her. Ich
denke, sie ist jetzt alt genug dafür. Verschlafen? Das ist ja wohl nicht wahr. Wir warten noch auf jemanden. Jawohl! Hey, hey! Sephiroth, bitte! Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist... Dieses Outfit, ne? Das habe ich damals schon nicht verstanden. Warum mit Hut und so? Also... Tifa! Guten Morgen! Ich freue mich wirklich sehr. Tifa! Führst du uns etwa? So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Los jetzt. Oh. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Mhm. Dieses Foto wäre auch noch wichtig. Davon? Danke. Bitte lächeln. Das klingt ja regelrecht spaßig. Eins noch. Das war es auch. Sorry. Zu Beginn. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Es gibt zwei Arten im Spiel zu sprinten. Halte entweder R2 gedrückt oder drücke kurz einmalig L3, um automatisch zu sprinten, bis du stehen bleibst. Beim Sprinten werden Hindernisse automatisch überwunden. Okay. Ja, okay, und mit Viereck die Sachen zerstören. Okay. Er sammelt die automatisch ein, oder? Ja, 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 okay. Ja, absolut, ey. Das sieht doch bombastisch aus. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Man auch die ganze Zeit läuft. Was du nicht sagst. Haben wir ein Glück. Schade. Keine Items. Na, was sind das für Tiere? Vor allem, wie springen die? Oh, da ist ein Gegner. In letzter Zeit tauchen die auch in der Nähe des Dorfes auf. Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. Geht klar.
Halte gedrückt um einen Flächenangriff. Nach Ausweichen gedrückt halten für Luftangriff. Okay. Schock noch schnell ausnutzen. Wahnsinn! Ach was. Ach mit was. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na, was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Seffi Ross. Ganz wie du meinst. Wenn du dich einem Gegner näherst, ist er alarmiert und eine entsprechende Leiste erscheint. Ist diese gefüllt, entdeckt dich der Gegner und greift an. Du kannst dich zurückziehen, um den Kampf zu vermeiden. Okay. Ah ja, okay. Fertigkeiten und Magie. Erstarre! Bringen wir es hinter uns! Das war keine große Sache. Easy. Herr Soldat. Aha. Den übernehme ich. Blocken kann man auch, okay. Das habe ich schon ganz vergessen. Ach, da ist noch ein Gegner. Dein Auftritt. Erstmal den hier auslöschen. Mutangriff. Ach, schon ganz cool, ne? Erstarre!
alles geben. Ja. Sehr cool. Der lebt noch? Das könnte länger dauern als gedacht. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Auch gut. Dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Scheiß Squads, ey. Klar doch. Wir treffen uns oben. Tutorial vom Einsetzen von Materia ansehen? Ja, komm, machen wir einfach mal. Aber eigentlich weiß ich das ja. Wir Cloud Materia einsetzen. Analyse. Zack, Tutorial beendet. Gut. Krasses Tutorial. Genau, die können ja immer noch weiter steigen. Die Materias. Hier. Mach mal Vita, ne? Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Energie. Also wenn man perfekt ausweicht, ist er dann schockanfällig, oder? Kiste zum Öffnen? Ja. Mix Supertrank 2. Wieso denn Mix? Achso, ja, ja. Das kennt man ja auch schon. Ich glaube, solche Passagen wurden hier nur mit eingebaut, um Ladezeiten zu überbrücken. Also, sonst würde man es in so einen schwarzen Screen haben mit Ladezeit oder irgendwie so, aber stattdessen lässt man ihn da irgendwo durchkraxeln und das dauert eben. Und dann das Gebiet vor uns gehört vollständig Shinra. Und ich wollte die Führung erst ablehnen.
Genau wie so lange Fahrstuhlfahrten und sowas in Spielen. Aber eigentlich ja auch nicht schlecht. So hat man das Gefühl, man ist die ganze Zeit im Spiel drinne und der Spielfluss wird nicht gestört und so. Ist eigentlich schon okay. So, gibt es ja noch irgendwelche Kisten? Kann man die öffnen? Nee, ne? Oder kaputt machen? Nein. Megatron. Was ist das? Materia? Materialismus? Erhöht die Stufe verbundener Materie um 1. Ach so. Sind die denn verbunden? Ja. Cool. Treppe kaputt? Oder was soll das heißen? Aber warum ist sie denn... ist ein bisschen versetzt, oder? Dreieck als Interaktionstaste finde ich auch irgendwie komisch. Boah, das sieht doch richtig aus. Die eben ja nicht. Die Treppe. Ja, den Schatten haben wir schon gesehen. War die Schwäche. Und Schock. Mach mal so einen Impulshieb. Das wäre erledigt. Einmal ein bisschen vitalisieren. Oh, warte mal. Guck mal. Wir können da klettern. Äther. Natürliche Makrogase. In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet nicht zu viel davon ein. Auf eine Makrovergiftung kann ich verzichten, ja. Die Luftfilteranlage ist per Kabel mit Makron verbunden. Aha. Da ist ja noch ein Schloss vor. Sollen wir den da jetzt einfach reintun oder was? So, das Kabel ist ja mit denen verbunden. Okay. Luftschadensreinigung um 20% reduziert. Ach so, das ist wie so ein Staubsauger.
reduziert. Ja, ist das Kabel lang genug? Sehr viele Tränke hier auf dem Weg. Da kommt doch bestimmt gleich noch ein Bosskampf. Aber ist ja auch okay so als Tutorial. Finde ich irgendwie gar nicht schlecht gemacht. Die erste Szene mit Zack fand ich jetzt ein bisschen seltsam, aber sonst passt. Warte, gucke mal, was habe ich denn hier entdeckt? Elixier, sehr mächtiges Item. Hier wird mir immer etwas mulmig. Einfach Augen zu und durch. Hey, ja, ich geh voran. Die Brücke würde mich auch etwas mulmig machen. Wackelt die auch noch so. Na gut. Hoffen wir, dass er Glück hat. Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Da werde ich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß.
Mauern und Felswände, die wir Halt bieten. Oh nein, das ist ja lächerlich. Oh Gott, aber da kann man designtechnisch das besser machen. Anstatt die Kanten alle gelb anzumalen. Nee, das finde ich jetzt nicht so geil. Ach ja, eine Bank. Da kann man sich immer direkt ausruhen. Das war beim Teil davor auch schon so. Einmal kurz hinsetzen und alles ist wieder gut. Die Monster warten auch schön brav. Perfekt. TP Boost. Maximal mit mehreren Materien kombiniert. Ah, okay. Okay, das machen wir. Zack. Und hier kommt dann der eine. Das schaffst du. Ach so. Wie, er braucht mehr als einen Schlag? Ist das alles? Schau gut hin. Ziemlich schwach. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn der jeweils aktive Charakter. Ja, okay. Also wir müssen ja irgendwie hoch, ne? Aber diese Höhle scheint mir irgendwie verlockend. Hier ist das Zeug auch. Höllenpforte. Wir sehen auch irgendwie keinen Zusammenhang, ne? Dass die Monster entstehen durch diese Marco-Anzapfung. Gestärkte Attacke. Okay. Achso, kann ich das Sephiroth auch geben? Wie hat der denn? Materie kann nicht geändert werden, okay. Siehst wunderschön. Ja,
Aber wenn wir zu viel Marco verbrauchen, dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn, wer sagt denn sowas? Papa! Und der Bürgermeister auch. Der Planet ist riesig. Marco gibt's genug, nicht? Natürliche Materie. Materia entsteht aus verdichteter Makroenergie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? Laut, ey. In den Materia ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie, weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Hoyo. Hojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter. Doch eigentlich blocken. Ich mach das schon. Was passiert hier? Was hat er denn alles? Also er kann nicht blocken, oder was? Lief ganz gut, oder? Boah, ich kriege aber sehr, sehr viele Trophäen. Also jetzt schon. Boah, diese gelben Kanten gefallen mir ja gar nicht, ey. Sieht alles so schön aus, ne? Dann sind auf einmal so hässliche gelbe Kanten. Wieder. Als ob da jemand längs geht und das erstmal alles schön bemalt. Damit die Leute danach wissen, wo sie klettern müssen. Ein Blödsinn, wirklich.
Achtung! Jetzt geh her! Ich kann mich nicht. Was ist da unten? Gut, die hüpfen einfach runter. Ich muss klettern. Ah, Materia. Wirklich wunderschön, dieses Spiel. Während des Blockens kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten Synchro-Aktionen führen. Achso, ja, haben wir ja eben schon gemacht. Los, ich gewinne! Dann mal los, Sephiroth! Ja! Bereit, los geht's! Dann mal los, ja. Sephiroth! Ich hab doch... Übernimm, bleib zurück. Okay. Ich brauche erstmal ATB. Genau, um dann mich zu heilen. Durch bestimmte Angriffe oder festgelegte Schadensmenge kannst du ins Straucheln bringen. Ja, yeah, die Schockanfälligkeit und der Schock danach, ja. Man kennt's. Perfekt. Easy peasy. Ich hoffe, ich nehme diese ganzen Items, die ich jetzt hier bekomme, auch mit in die Gegenwart. Ganz Megatränke und so, hätte ich schon gerne.
Ja, auch die Materie und sowas, also... Ich würde schon gerne alles mitnehmen. Geht wieder nicht auf wegen zu viel Marco oder sowas, ne? Lichtbetrieb ausgesetzt. Die überschüssigen Marco-Gase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden. Okay. Irgendwann wird es bestimmt nochmal einen geben, wo das Kabel nicht angeschlossen ist oder so. Und dann muss man erst den Staubsauger anschließen und dann. Wie lang geht denn dieses Kabel? Ach guck mal, geht schon gar nicht mehr weiter, ne? Muss da noch eine Öffnung geben. Ja, ist auf dem Radar ja sogar angezeigt. Vielleicht die Tür erstmal öffnen. Glaubst du es ja nicht. Perfekt. Aber er bewegt sich halt auch echt langsam mit dem Staubsauger. Hier, sehr gut. Königsfeder, auch gut. Alles gute Items. Oh Gott, dieses Gewackeln. Einfach über tiefer rüber. Körperteile des Gegners zerstören. Okay.
Mist, ich steck fest. Ich bin schon da. Jetzt macht er es nicht mehr. Ja, ich hab's eben eigentlich schon gemacht. Na, was hat er vor? Synchrofähigkeit Kreuzspirale kann nun eingesetzt werden. Verwende sie, um den Materiawächter hinunterzustoßen. Okay? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mach dich bereit. Los! Jetzt kann ich! Genau, zu mir! Schon nach! Was? Das saß! Allein? Hab ich das nicht, Happy Ross? Dann mal los, Happy Ross! Vergiss die Abwehr nicht! Ach, Synchrofähigkeit hier.
stark. Cloud, wir müssen gemeinsam agieren. Hä, hey, was? Ich hab aus Versehen weggedrückt. Ah, jetzt ein Limit ein. Ich weiß nicht, was passiert ist hier. Bring es zu Ende. Man muss schon das Richtige einsetzen, ne? Es ist nicht nur einfach also, wenn man dir so zuhört, draufballern. Kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Hm? Klar. Nur Geduld. Nur Geduld. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das war. Aber war Cloud nicht der Soldat? Und ich... Was Cloud denkt, was er war Zack oder so? Irgendwie so, ne? Der Reaktor ist ja ganz normal in Betrieb. Eigentlich sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Aber welche Firma ist schlimmer? Umbrella oder Shinra? Wenn du noch mal beten willst, dann tu's jetzt. Ja.
Dojo Dunar. Warum nur? Was ist das hier alles? Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Vor der Tür? Würde schon gerne sehen. Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Ja, um Monster entstehen deshalb zu lassen, ne? Wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Ich wusste das selber nicht. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber das stimmt nicht ganz. Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Hm? Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden.
Aber Genova ist ja nur... Das ist ja irgendwie nur ein Virus oder so, ne? Der, ja, mit Marco und mit Genova entstehen irgendwie die Monster. Ja, gut. Sephiroth ist zur Shinra-Vela gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Ah. Der Meister ist auch noch hier. Du suchst Sephiroth. Der hat die Herberge vorhin verlassen. Angeblich in die Shinra-Villa. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Marco eingeatmet hat? Dann bringen wir ihm mal etwas Medizin. Das ist die Shinra-Villa. Und dann bin ich früher auch nicht gestolpert. Sein Name total bescheuert ist. Das größte Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Da wären wir. In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt, oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Sephiroth? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, wie war das? Er ist im Keller oder so und liest? Liest Bücher über Genova oder so? Jo, da kommen wir nicht längs. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Ja, ähnlich wie bei Umbrella, ne? Es gibt immer ein geheimes Labor unten. Ah, ich glaube, die Tür müssen wir in der Gegenwart nochmal öffnen. Ich glaube, da verbirgt sich noch jemand hinter. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Nee, Genova. Man taufte das Wesen. Also Genova. Eine vom alten Volk. Vom alten Volk? Das stimmt doch nicht, oder? Das genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova.
verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Also, ich kann euch erzählen, wie ich das damals so immer verstanden habe aus dem Originalspiel. Ah, Cloud. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Fliegt er nicht so merkwürdig auf ihn zu? Das habe ich mir noch in Erinnerung. Gut, die Szene haben sie, glaube ich, weggelassen, weil die ziemlich seltsam war. Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das doch vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Also ich hatte das so verstanden, dass die vom alten Volk die sind, die eben früher auf dem Planeten lebten. Also die ja auch noch auf den Planeten hörten. Also der Planet konnte ja irgendwie reden, also nicht reden, sondern sich irgendwie mitteilen. Und das konnten die ja vernehmen. Und Eris ist ja die letzte von diesem alten Volk. Dann gab es ja diesen riesigen Krater im Norden, der von einem Kometen entstanden ist. Und dieser Komet war ja irgendwie kein Komet, sondern ein ehemaliger Planet, der von Genova zerfressen war. Der den ja irgendwie eingenommen hat und dann eben auf die Erde geflogen ist, um sich die nächsten Planeten, weiß ich nicht, irgendwie mit ihnen sich zu verbinden, um dann wieder als Raumschiff zu dienen oder irgendwie so. Weil das ist ja auch das Ziel von Sephiroth später. Der will sich ja mit den Planeten verbinden und den als Raumschiff benutzen für, ja weiß ich nicht, um den nächsten Planeten auszusaugen oder irgendwie so. So war das irgendwie. Und der Planet heilt sich selber durch den Lebensstrom, der da drinne fließt. Also so wie Blut in dem Körper existiert in dem Planeten ja ein Lebensstrom, dieses grüne Zeug.
Dadurch entsteht ja Leben und auch wenn Leben, also wenn jemand stirbt, geht seine Energie ja wieder in den Planeten rein, so. Und da sie ja durch diesen Marco-Reaktor und sowas das ja alles entziehen, wehrt der Planet sich. Ja, irgendwie so. Irgendwie so war das. Ist nicht ganz leicht, die Story, das stimmt. Aber dass Genova vom alten Volk ist, das habe ich irgendwie so nicht in Erinnerung. Ich bin der Meinung, das war irgendwie so ein Parasit, der auf den Planeten kam und... Ja, warum auch immer die Leute das irgendwie erforschen wollten. Daraus dann eben ja diese Monster entstanden sind, Sephiroth entstanden ist und... Ja. Ich meine, ist ja auch klar, dass wenn Sephiroth das irgendwann mal erfährt, dass er... Hey, du! Steh hier nicht rum! Hilf so vielen, wie du kannst! Ja, dass der sich dann irgendwann mal rächen möchte, ne? Also, wenn der das alles erfährt... Sorry. Ernsthaft. Ich gehe schon so langsam und der drückt mich nochmal zurück. Kommt man hier irgendwo rein? Warum ist denn das verbarrikadiert? Gut, kann ich nicht öffnen. Habe ich nicht gelernt, wie man Ventile benutzen kann? Oh, ich hasse so Szenen, wo man sich so langsam bewegen kann. Wirklich, es ist ja... Jetzt muss ich da doch durch, wo ich eben schon durch wollte. Mann, Mann, Mann. Die Story war echt noch nie leicht in dem Spiel, ne? Aber ich mag Sephiroth sehr als ja, als Bösewicht. Einfach ja, weil man so viel über ihn erfährt, so, ne? Und er hat halt wirklich so seine Beweggründe dafür, was er tut. Und eben auch so, dass Cloud eine Verbindung zu ihm hat. Ich finde das schon eigentlich ganz cool gemacht. Die Hieroglyphen müssen so heiß sein. Lauf weg. Flieh. Überlebe.
Ach Mann, ey. Alles okay? Halt durch, Mann! So ein Glück, du lebst! Ich bring dich hier weg! Boah! Wie auch damals seinen Namen einfach nicht aussprechen konnten. Weiß nicht, ich war 8, 9 oder irgendwie so. Und dann nur gelesen immer. Was für ein Arschloch Sephiroth es echt ist, ne? Weil er kann sich ja rächen und er kann ja auch so denken, wie er denkt. Aber warum tötet er jetzt da die... die Leute, die nichts damit zu tun haben? Warum lässt er Cloud am Leben? Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Jetzt kommen die Szenen, die ich dachte, die früher schon passiert sind. Okay. Das Masamune-Schwert da einfach rum. Wie konntest du nur...
Wie konntest du so etwas tun? Gut, wir wissen alle, dass Tifa überlebt hat. Auch eine Szene, die ich nie so richtig verstanden habe. Genau das jetzt zum Beispiel. Genova ist ja nicht die Person dahinter, sondern Genova ist der Pilz oder dieser Tumor, der daraus wächst. Gemacht. Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey, 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 hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Ja, alles gelogen. Die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Oh, na sowas. Sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist. Unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht?
Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Nee. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt. Zeig mal her. Oh weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Was die Silberlocke vorhat. Schlaf gut. Gute Nacht. Ich finde, hier kann man gerade gut pausieren. Ich habe echt Bock auf diese Open World, die eben nach Kalm auch kommt. Also im Originalspiel ist es ja auch so, dass du aus Midgar rausgehst und der erste Bereich ist ja noch recht begrenzt, weil man ja eben über dieses Wasser auch nicht kann, wegen der Schlange. Und genau, da gibt es diese Chocobo-Farm und Kalm. Die zwei Orte. Und nach Kalm, nach dieser Szene eben auch mit Sephiroth und sowas, genau, besorgt man sich, glaube ich, ein Chocobo und dann kommt man über das Wasser. Und an der Schlange vorbei. Ja. Schauen wir mal, wie das hier umgesetzt wurde. Ich habe auf jeden Fall Bock.